Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Hellblade Senua's Sacrifice. So, wir stecken immer noch im knackigen Rätsel fest. Beim letzten Mal haben wir diese, ja, Illusion. Ich kann mir vorstellen, daraus wird eine Treppe tatsächlich, wenn ich hier nicht das nächste Rätsel lösen würde. Ich bin aber der Meinung, das ist es doch hier oben, oder was? Das kann doch nicht sein, ey. Oder muss ich es von oben sehen? Das kann natürlich auch sein. Was ist natürlich das Nächste? Das wäre nun dieses... Ja... Ich wollte gerade was Dummes sagen. Lass es mal lieber bleiben. So, vielleicht muss ich es bloß eben halt von der anderen Seite betrachten. Ich meine... Aber es sieht aus, als wäre ein X. Sieht aus, als würde die Leiche da oben leben, so ein bisschen. Noch eine. Was ist das denn? Ach, halt die Fresse. Scheiß Nachrichten immer. Die sind immer super ätzend. So, ich gehe mal von der anderen Seite. Ja. Von so aus geht das definitiv nicht. So, das andere Symbol kriege ich ja auch nicht reingedrückt irgendwie, ne? Aber es ist so offensichtlich, Mann. Was soll denn das, ey? Ey, Mann. Ob ich das jemals rausfinden werde? So, hier kann ich ja nicht durch. Das ist... Ja, genau. Das hatten wir aber schon gelöst gehabt. So, von da aus wäre das ja nun auch nichts. Ich kriege auch nicht diese Zeichen, ne? Man kriegt ja sonst... Ich kriege das auch nicht mit der Illusion zusammengebastelt, die Treppen, ne? Ich dachte eigentlich auch, bevor ich hier überhaupt das erste Zeichen hier eingesetzt hatte. Mann, Leute, ehrlich. Das ist so aufdringlich offensichtlich, ey. Und genau, ich denke mal einfach tatsächlich, dass es für den letzten Zeichen, dass ich dafür hoch muss. Das ist auch offensichtlich. Das ist alles das. Und ich verstehe auch nicht, warum man das jetzt nicht annehmen möchte. Ich kapiere es nicht. Das ist mir gerade ein bisschen echt zu anstrengend irgendwie. Ich verstehe es einfach nicht. Erklärt mir das mal jemand. Warum ist es so? Das ist so offensichtlich. Und das andere muss ich von oben anmachen. Das ist auch offensichtlich. Scheiße, ist alles offensichtlich. Bloß... Keiner lässt mich machen, wie ich gerne möchte. Alle sind sie so böse zu mir, so furchtbar böse. Und die Tür geht auch nicht auf. Fuck. Und hier hochklettern ist ja wohl eher eine utopische Idee, ne? Es ist so super aufdringlich, das alles. Die hier gehen die Treppen gleich wieder hoch. Hier bekommt man aber auch gerade auch keine Tipps mehr, ne? Oh, Scheiße, irgendwas mache ich verkehrt, liebe Leute. Irgendwas mache ich verkehrt. Das ist auch nichts anderes. Das ist tatsächlich dieses Symbol irgendwas Dingenskirchen da. Was anderes ist es einfach nicht. Da kann mir jemand sagen, was man möchte. Das ist es einfach. Aber bloß, normalerweise wird mir es doch auch gezeigt. Das wurde mir doch beim anderen Symbol auch eben gerade auch gezeigt. Ja, Mac, ich bin immer sehr leicht am Verzweifeln dann immer, ne? Ich verstehe das hier nicht mit dem Dings. Eine Illusion kann das hier auch nicht sein. So, da einmal durch ein Tor laufen, schon ist die Treppe da. Weil dieser Mann ist tot, der sowas sich ausgedacht hat. Deswegen, es ist einfach... ich kann es nicht begreifen, wieso das hier nicht funktioniert. Super offensichtlich, Mann. Fuck.
sein. Verstehe ich nicht. Habe ich denn irgendwas übersehen? Zumal mir wird auch nicht kein Hinweis gegeben oder so, ne? Gibt es hier einen Schatten? Aber wo soll das einen Schatten werfen dann? Alles wirft den Schatten, nur nicht das. Oder muss es weg? Ich meine, nee. Das muss unbedingt aus der Kombination zwischen den beiden hier bestehen, aber es ist es auch nicht. Und für das Ding kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da hoch muss. Natürlich könnte ich das wunderbar von der Seite aus machen. Aber erstmal, wie sollte ich dann auch da hochkommen? Ich kriege ja auch keine Hinweise, verdammt. Wo sind die Hinweise, die guten Hinweise? Das wäre ja zu blöd, weil das sieht ja nun gar nicht danach aus. So, das wäre das ganze Ding nochmal andersrum, was natürlich ein totaler Schwachsinn ist. Das wäre das nochmal andersrum. Vielleicht habe ich nur die Ansichtsweise verkehrt. Na gut, so ganz nach oben. Können Sie auch nicht gucken. So, da gibt es das Kreuz. Die Ansichtsweise ist ja offensichtlich. Das ist offensichtlich. Das ist doch nur die eine mögliche Form, die so. Ich meine, offensichtlich habe ich ja das dritte Symbol, kann ich ja auch schon erkennen. Aber das muss ich definitiv von oben machen. Anders geht es nicht. Das ist schon so klar. So. Die Frage ist nochmal, wie komme ich denn hier hoch? Gib mir einen Tipp. Weise Tür, gib mir einen Tipp. Also das nervt mich an irgendwie. Oder ich bin gerade super blind und finde hier einfach. Kein Weg. Was ist das für ein dummes Arschlochspiel? Erzähl mir das mal bitte. Das darf nicht sein, oder? Ich stand da schon so oft auf der Brücke und hab mit dem Fokus dahin geguckt. Mann! Das ist wahrscheinlich, weil das Spiel selbst die Schnauze voll hat, Alter. Der Idiot, der kommt einfach nicht auf die Ideen. Aha, guck mal. Ja, ja. Ja, ja. Ihr könnt mich mal. Ehrlich jetzt? Alter, war es doch gerade. Sehr schön. Ja, liebe Leute, das ist so einfach. Es ging nur um diese verkackte Treppe. Mann, 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 Mann. So, wir dürfen.
Es regnet. Da gehe ich doch nicht raus. Da werden meine Dreadlocks total verschmuddelt. Datei. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. Was für ein Farbenspiel. So, wenn uns da mal nicht böse Schergen wieder über den Weg laufen. Hätte ich jetzt so erwartet eigentlich. Wow. Muss mich aber mal umgucken. Ich finde es einfach wieder. Ich finde es einfach grafisch auch ein Leckerbissen hier, dieses Spiel, ne? Okay. Na, was haben wir da jetzt? That song again. Is it? Tell her. Yes, the source of the darkness. It's coming. This is your moment. Ach du Scheiße! What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Das war bestimmt doch nur eine Einbildung, oder? Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight! Das kann nicht euer Ernst sein. Laut meines Wissens ist Hel. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares? Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What are you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? Everyone hates her. She's a curse. The shadow. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself. Because there's no one left to do that for you. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. There.
Lalalala. Ja. Why go on? When you give everything and face that which torments you. Only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. Glaube ich auch. Sie ist immer noch in der Hölle. Und jetzt ist da was ganz Fieses. Zweischweitigen Stimmen immer, ne? Nein, was ich sagen wollte mit Hehl. Also meines Wissens ist Hehl unterhälftig verrottet, also die untere Hälfte, und die obere Hälfte wunderschön und nicht irgendwie jetzt eine Seite verrottet, eine Seite, also, ne? So. So. Auf jeden Fall war das super cool gerade eben. Wir sind auf der Seite von Helheim. Wir sind nicht wieder zurückgeschlagen worden. Das ist eine Falle. Alter, ehrlich. Super cool aus. Der Strand und so. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father Zinbal made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands. Out in the Orkney Plains. Okay. That was her world. Like this one. Barren and lonely. Das sieht schon wieder. Von dieser Sicht aus betrachtet sieht das schon wieder gut aus mit dem Strand. 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 Also mit den Wellen jetzt, ne? Das sieht echt gut aus hier alles, das Spiel, Wahnsinn. Da oben ist er. Ich hab dich gesehen, du Schlumpf, komm her. Oh, die hat aber keine Ausdauer mehr wirklich, ne? Gut, sie wurde ja auch gerade von Hehl aufgerieben, ne? It's already disappeared.
he was. The lone figure of a woman. Saw him play under the shade of a tree. She remembers the first time she saw him. An welchem Baum bitte? He moved as if dancing. Da hinten der Baum. And the world danced with him. The gloom. Ja. Wir haben unseren Schatzi Fratzi irgendwo rumlaufen sehen. Es hieß, wir sollen zum Baum gehen. Ich finde die Grafik ja immer noch mega. Ne? Wird sich auch nicht sehr viel ändern. Geht's da irgendwie auch hoch? Ne, wir sollen erst zum Baum. Aber da hinten sehe ich schon wieder so ein Tor, wo wir wieder unsere Runen suchen sollen. Also Symbole. Komm ich, da muss der außen rumlaufen oder so? Ja, das mit Wasser, mit Strand und mit den Wellen sieht schon echt gut aus. Also, da habe ich auch echt nichts mehr zu meckern. Guck mal, kommt ein Wikingerschiff. Habe ich neues bei uns auch auf dem Noor gesehen. Ein Wikingerschiff. Ja, die fahren hier noch rum. Von unserem Museum. Wow, hübsch. Ganz schön schön hier. Hier will man nicht mehr weg. Das ist doch nicht Helheim. Wow. Das ist schon mega gut gemacht. Sehr geil. Erinnert mich so ein bisschen an 4-2. Das schaukelt der Alma an so einem Baum rum. Aber das kann man mit 4 nicht vergleichen. Das ist wirklich der Hammer. Guckt euch das mal an. Einfach mega. Guck mal, sie freut sich auch schön. Übrigens muss ich nochmal sagen, ein großes Lob an Melina Jürgens. Das ist die Darstellerin, die Zenua spielt. Und ich finde einfach, die schauspielerische Leistung von ihr ist einfach mega super gut, wirklich klasse.
Das musste ich nochmal loswerden. Wow. What's your name? Senua. I haven't seen you before. I'm not. I don't leave home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Oh. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and... You learned all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Come watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you. Make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. You killed him. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, and don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here! You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Ja, jetzt sieht es nicht mehr ganz so schön hier aus. Ist immer noch ziemlich angeschlagen hier, ne? Vielleicht geht's da jetzt zum Fährmann rüber. Anfang was? Schade. Sehr, sehr schade. Die Spiegelung hier, ne? Von der Sonne, mega. Der Himmel, na, oh, sieht gerade original aus wie bei uns. Die Frage ist, wo muss denn jetzt hin? Wahrscheinlich so ein Baum jetzt, ne?
das sind Köpfe gerade. Ich muss doch wohl nicht... Okay, da haben wir die Köpfe. Ja, ich muss doch wohl hier nicht rein, oder? Ich hab sie so stehen und sagt dazu nichts aus. Ach, da ist doch was drin. Wo soll das denn sein, bitte? Okay. Muss ich wahrscheinlich alle sammeln und an jedem diesen Platz wird bestimmt irgendwie ein Supergegner auf uns warten, bestimmt. So kann es doch nur sein, oder? Haben wir noch unser Schwert? Das Schwert ist auch nicht kaputt gewesen, ne? Ja, dann... forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. Jetzt haben wir auch schon Zwerge hier. The dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn. And it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tierling. Where are we now? Burial mound. Wow. So strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary. Inevitable. It's as if we conspire to hide death. Because we have no answer for it. But when it comes, and forces itself onto our friends or loved ones. Then comes the reckoning. Na, sollte jetzt ein Gegner kommen, ich kann auch noch Kickboxen hier, ne? Das macht's ja schon sehr gut. Ah, guck mal. Senua, you remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Hervor, the daughter of a berserker. Born after he was killed. She's a wild, willful child who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him, but above all, the sword, Tyrvin. Sehr interessant. So. Was passiert jetzt hier gerade? Ich frage mich mal immer so die ganze Zeit, wenn man jetzt auch so diese Landschaft so sieht, ne? Klar, das kann man sich ausdenken hier, das mit den... Ne, aber... Denkt sich jemand sowas aus? Oder sind die irgendwo wirklich in... Irgendwo unterwegs, filmen das ab und bringen das irgendwie... Ich weiß nicht, wie das funktioniert, solche Spiele. Ich finde es einfach nur mega gigantisch und so richtig gut, weil das sieht ja auch schon fast echt aus. Muss ich wirklich sagen. Also ich bin wirklich mehr als begeistert von dem Spiel hier.
So, ich habe einen Kackflieger auf dem Bildschirm sitzen. Das muss ja tatsächlich hinhumpeln mit meinem kaputten Fuß. Das nervt immer, wenn man Fliegen auf dem Bildschirm sitzen hat. So. Ja, ein Hünengrab. Sollen wir reingehen? Ja, diese Hünengräber stehen hier auch heute noch zu Massen bei uns rum. Ja, wo komme ich wohl her? So, meine lieben Leute, das war's auch schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben. Wie gesagt, eine kleine Story unter den Kommentar rein. Das gefällt mir immer sehr. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr was Nettes schreiben würdet. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.